Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen das wundervolle Projekt Big Farm auf der Map Neubartelshagen. Ich sitze im Fendt, habe die letzte Fuhre Mais zum Farmers Market gebracht und ihr seht es schon hier, das Feld haben wir abgeerntet, der Stroh oder das Stroh liegt hier auf dem Feld, das müssen wir einsammeln. Auch habe ich die beiden Grasfelder hier auf der rechten Seite mittlerweile gemäht. Auch hier gibt es jede Menge Material einzusammeln und jede Menge Arbeit. Und wir haben hier noch ein Feld, was wir auch düngen wollen. Deswegen steht auch bereits bei uns an der Hof-BGA ein Traktor mit dem Güllefass. Und da möchte ich auf jeden Fall dann gleich mal loslegen, während wir den hier erstmal, hier zwischenparken. So, damit wir es nicht mehr ganz so weit zum Laufen haben. Und stopp! Motor aus, okay, und yep, der Fliegel und der Fendt. So, da drüben steht er. Und dann will ich mal anfangen hier mit der Gülle. Aber wir schauen mal ganz kurz rein, wie viel wir denn haben. Augenblick hier bei der Produktion. So, Silage ist auch schon wieder leer. Gut, 8600 haben wir elektrische Ladung und 137.000 Liter Gärreste. Ja, und er ist bereits gefüllt. Motor natürlich an, sonst geht's nicht. Und dann fahren wir mal rüber hier zu unserem Feld und werden den mal laufen lassen. Ja, die Ballen hier rechts, die müssten jetzt eigentlich auch langsam okay sein. Also die ersten Ballen müssten jetzt die Silage sein. Und dann könnten wir mit unserem Liebherr auch schon mal anfangen, die BGA hier zu befüllen. Und dann haben wir natürlich das Thema hier mit dem Schwad, den müssen wir einsammeln. Und ihr seht es, 117.000 haben wir auf dem Konto. Ich denke, es hilft nichts. Wir brauchen einen Ladewagen unbedingt. Unbedingt brauchen wir einen Ladewagen, damit wir das Material hier zum Silo bringen können. Und was ich auch unbedingt jetzt heute machen möchte, ich habe mich dann doch jetzt dazu durchgerungen, wir werden die ersten Kühe kaufen und... Wir haben ja bei diesem Stall haben wir ja einen Fütterungsroboter. Wir brauchen also gar keinen Futtermischwagen, sondern wir können ja das Material erstmal hinbringen. Aber der Fehler war, dass wir, ja, ich überlege jetzt gerade, wir machen vielleicht doch noch Heu. Das wäre dann doch sinnvoll, vielleicht bevor wir hier loslegen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, weil, zack, wir haben ja den Kleinen hier. So ist das Gewicht vorne dran. Jupp. Und wir haben ja schon mal vor einigen Folgen uns einen Wender gekauft. Achso, wir brauchen ja dann... Ja klar, logisch. Wir brauchen ja dann noch einen Schwader. Ladewagen und Schwader. Ich bin gerade am Überlegen. Gab es da nicht? Wir schauen mal hier. Haben wir vielleicht Glück? Nein, wir haben kein Glück. Aber ich bin gerade am Überlegen hier beim Schwader. Schwader. 4,70. Eigentlich wäre das hier der richtige mit 8,40. Weil wir ja... Wo haben wir den Wender? Hier haben wir den Wender. Der hat knappe 8,60 Meter. Und dann haben wir hier den Schwader. Von Samasch, 8,40. Ne, der Krone bräuchte es eigentlich nicht. Der Glas, 4,80 Meter, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Und die hier gehen gleich kräftig ins Geld. 9 Meter der Krone. Hm. 9,30 Meter. Und da gab es ja noch dieses Teil hier. Das könnte man vor den Ladewagen spannen. Das wäre natürlich auch eine Option. 8,40 Meter. Ja, das ist, wenn man die Pläne, wenn man Pläne hat und dann werden die dann doch wieder über den Haufen geworfen. Aber der hier kostet 19.500. Wir nehmen einfach einen kleinen Kredit auf und dann werden wir uns den gönnen. Beziehungsweise der hat 8,40 und da hinten haben wir welche mit... Den hier mit 9,30 und mit dem Kuhn komme ich eigentlich immer sehr, sehr gut zurecht.
75 PS. Wir werden uns den gönnen, weil früher oder später brauchen wir ihn sowieso. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Zack, ab die Post. So, dann werden wir uns ein bisschen Geld dann gleich leihen für den Ladewagen. Aber was wir definitiv machen können, ich weiß es jetzt gar nicht, wenn wir den Futtermischroboter haben, können wir da eigentlich auch nur Silage reinwerfen oder müssen wir tatsächlich alles mischen? Ah, wir können eigentlich auch alles mischen. So, jetzt erstmal hier haben wir nämlich noch den Wender. Das hätte ich aber auch... Oh, den hat es aber ein bisschen irgendwie... Oh. So, aber den kriegen wir so drauf. Okay. Okay. Und dann lasst uns einfach mal schnell hier zumindest mal 2-3 Bahnen Heu machen. Und dann können wir nämlich das Ganze in den... dann können wir uns nämlich die Kühe kaufen und den Fütterungsroboter damit auch bestücken. Ups. Okay. So. Dann fangen wir da hinten an. Ja, man sieht, dass der natürlich gebraucht ist. Da haben wir ein bisschen Schaden, wie man so schön sagt. Aber das geht im Moment noch. Das geht noch gut. Jetzt schauen wir mal. Ah ja, okay, da hätte auch die Schwad noch einigermaßen klar. Nee, da wirft er jetzt das Material dann doch so weit auseinander, dass wir das nicht mit dem Ladewagen komplett hätten aufnehmen können. Also, dann passt es. Dann werden wir dann eben das Material nochmal zur Schwad zusammenlegen. Jo, ich glaube nicht, dass der Helfer jetzt da hinten dann rumfährt. Weil dann könnten wir schon mit dem anderen Traktor, mit dem Fendt, anfangen. Ja, da hatte ich jetzt eigentlich ganz andere Pläne. Ich wollte da drüben erst die Gülle machen und dann wollte ich eigentlich auch anfangen, Silageballen in die BGA zu werfen. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. So. Okay. Aber jetzt habe ich irgendwie Lust, dann doch die Sache mit den Kühen anzugehen. Also wie gesagt, der Plan ist, dass wir den Kuhstall benutzen, der mehr oder weniger ja hier zum Hof dazugehört oder zur Anlage. Und dann werden wir da ganz, ganz junge Tiere uns kaufen und die sozusagen mal großziehen, bis wir dann tatsächlich unseren Kuhstall hier auf dem neuen Hofgelände dann bauen werden. Aber ihr seht's ja, immer wieder kommt was dazwischen und das Geld ist schneller ausgegeben, als dass es eingenommen ist. Aber ich hoffe ja, dass sobald hier dieses ganze Gras hier zu Silage sich verarbeitet hat und wir werden das jetzt alles in Silo werfen, weil wir ja das Problem mit den Ballen haben, beziehungsweise mit dem Ballensammler, ihr erinnert euch. Und da bin ich mal gespannt, ob dann eben, und das ist das, was mich ja auch so interessiert, ob dann, wenn wir hier die Ballenanzahl, die maximale Ballenanzahl wieder reduzieren, ob dann der Ladewagen hier wieder sauber funktioniert, also der Ballensammelwagen, so will ich sagen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Und die Kühe, und darum geht es ja eigentlich, die brauchen dann einige Monate, bis sie dann so weit sind, dass sie eben auch Milch liefern. So machen wir, sagen wir mal, eine Aufzuchtstation für unsere Kühe. So will ich es mal nennen. Und wie gesagt, wir brauchen da bei diesem Kuhstall mit Fütterungsroboter erstmal keinen Mischwagen. Das würden wir uns dann erstmal, Futtermischwagen, das würden wir uns dann jetzt erstmal sparen. Okay, so, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Heu. Das soll es dann erstmal für den Teil gewesen sein. So, zack, zack und wieder zusammenklappen. Aber ich würde jetzt mal das Gerät hier einfach stehen lassen. Denn vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Na. So, wieder einladen. Ich wollte es erstmal herunterlassen und abhängen. So war der Plan. So, dann holen wir jetzt uns den Schwader. Ja, weil der müsst ihr hier auf jeden Fall den ziehen können. 75 PS ist ja eigentlich gar kein Problem. Sehr schön. So. Dann werden wir hier irgendwann mal auch mal einen Weg durchziehen, damit wir hier direkt rüberkommen zum
Händler. Aber das sind alles Pläne für die Zukunft. Das wird noch ein bisschen gehen, denn wie gesagt, hier Texturen und so weiter, Wege anlegen, das wird alles Geld kosten, das wir zurzeit einfach nicht haben. Okay, so wunderschön ja auch eben dieses Projekt ist, wir müssen ja immer ein bisschen größer denken und größer heißt eben halt auch, dass es mehr Geld kostet, aber sobald dann die Sache mal ins Laufen kommt, dann wird natürlich hier das Geld auch richtig sprudeln. So, ich denke spätestens dann, wenn wir die Ernte eingebracht haben und das erste Feld haben wir ja bereits abgeerntet mit Hafer und wir dieses dann verkaufen können im Januar, im Dezember, Januar, dann wird richtig dann für das nächste Jahr Geld reinkommen. Und wie gesagt, wenn hier diese ganzen Ballen hier abgearbeitet sind und in der BGA verarbeitet, dann müsste hier auch ordentlich dann Material, Geld auf dem Konto sein. So. Jetzt schauen wir mal, ob der hier das Ganze alleine schafft oder ob er unsere Unterstützung braucht, weil dann würde ich nämlich in der Zwischenzeit den Ladewagen kaufen. So. Gut, der Helfer übernimmt. Und dann schauen wir uns, nein, wir müssen ja erstmal einen Kredit, weil es hilft nichts, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen zwischenfinanzieren, weil wir brauchen definitiv, ich sehe gerade, wir haben ja schon ordentlichen Kredit aufgenommen. Ach du Schande. Oh, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Oh, das verwechsle ich eventuell mit unserem anderen schönen Projekt, nämlich mit unserem Alpenprojekt und Neuminibrunnen. Könnte natürlich sein. So, wir schauen mal, ob er jetzt selbstständig hier rüberkommt. Jo. Oder was er vorhat. Okay, er setzt zurück zum Ausholen und scheint hier die Kurve zu machen. Sehr gut. So, wir werden hier abhängen. Den Motor natürlich wieder mal starten. Und wir haben jetzt wie viel auf dem Konto? 187.000. Dann werden wir uns auf jeden Fall einen Ladewagen holen mit über 40 Kubik. Dazu brauchen wir natürlich dann den Fendt. Okay, hier und Ladewagen hier. Und jetzt schauen wir mal, was es werden soll. Ein Pöttinger 46, ein Klaas 44, ein Bergmann 49. Ich meine, man muss schon sagen, wir haben ganz schöne Felder. Also der braucht auf jeden Fall 300 PS. Was haben wir denn hier? Den Krone 161. Der hätte 119 mit 43 Kubik 240. Was haben wir denn aus dem Hause Pöttinger? 46 für 123. So, der macht 34, 46, 40. Pöttinger. Haben wir da noch mehr im Angebot? Nee, da wird es dann schon unübersichtlich. Der Krone 56, 43 für 119. Der Krone oder der Bergmann? Wenn dann dieser Bergmann 300. Ja, also wir sollten hier vielleicht gar nicht mal... Wir nehmen den Bergmann hier. 49,5. Der hatte 41, 49,5, 46. Es hilft nichts. Also je mehr wir laden können, desto besser. Den Strautmann... 50 Kubik. Ja, wir nehmen den hier. Und dann brauchen wir natürlich den Siliermitteltank. So, Abdeckung brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir möchten gerne auf jeden Fall noch unser Kennzeichen geändert. So. Und jetzt überlege ich gerade, nehmen wir die 45. Das passt dann. Okay. Der wird gekauft. Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen Geld auch übrig für unsere Kühe. Haben wir denn noch Siliermittel? Am Start? Nee, gell? Siliermittel haben wir auch keine mehr.
So, jetzt müssen wir mal nochmal gucken. Der andere wird in der Zwischenzeit hier wie wild gefahren sein. Oh ja, er tut jetzt natürlich hier. Okay. Hat aber soweit ganz gut gemacht. Aber jetzt müssen wir schauen, dass er das hier noch abarbeitet. So. Okay. Den lassen wir jetzt erstmal stehen. Wobei, hier können wir mal schnell schauen, wie es denn aussieht. Oh. Sehr gut. Endlich Silage. Oh, nee. Das nicht, das nicht. Aber das, also überall, wo es aufgeht, ist Silage. Der noch nicht. Die auch noch nicht. Nee, auch noch nicht. Okay, also die ersten Ballen haben wir mit Silage. Okay, da wo es eben aufgeht, sehr schön. Dann können wir ja schon mal schnell einen probeweise einwerfen. Damit die BGA ein bisschen was tut. So. Gut. So, jetzt weiß ich natürlich, dass wir auch hier die Ballen einfach vorne hätten abladen können. Aber dann bräuchten wir logischerweise auch ihn hier nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt hier reinpasst. So. Ja, weil dann werfen wir die hier so ein, oder? Bingo. Und dann werfen wir hier das Ganze wieder an. Sehr schön. So, wie sieht es denn hier aus? Verteilen. Nee, das machen wir erstmal nicht. Das soll er jetzt erstmal behalten. Weil das ist dann für die Nacht interessant, wenn dann das Material, wenn das Material bearbeitet bzw. zur Verfügung steht, dann können wir das über Nacht dann hier automatisch überfüllen lassen. So. Einen Ball heben wir dann auch gleich mal auf. Wobei, da brauchen wir eigentlich gar keinen Ball nehmen. Das können wir dann später auch mit dem Ladewagen rüberbringen. So, weil wie gesagt, das würde mich jetzt über diese Folge alles noch interessieren, ob das so klappt, wie wir uns das denken. Weil dann können wir in der nächsten Folge richtig Gas geben. Und dann haben wir nämlich richtig was zu tun. So, er hier, ups. Stopp, hätte ich beinahe vergessen. Wir brauchen noch Siliermittel. Siliermittel, ein Königreich für ein Siliermittel. Okay, kaufen. Wunderbar. Es füllt bereits auf. Sehr schön. Dann setzen wir ein kleines Stückchen zurück. Weil der hat, das sind drei Achser. Aber da kriegen wir auf jeden Fall richtig Material. Denn wie gesagt, wir haben hier das Big Farm Projekt und da liegt jede Menge Material auf den Feldern und da dürfen wir einfach nicht mit dem kleinen Zeug hier rumfahren. Das sieht natürlich auf unserem anderen Projekt Alpen, die Alpen-Map, natürlich ganz anders aus in Neumünsterbrunn. Da haben wir eher so ein bisschen die kleineren und mittleren Maschinen. Da kommen wir natürlich auch mit dem kleineren Werkzeug zurecht. Aber hier müssen wir schon in ganz andere Dimensionen denken und das ist natürlich auch so gewollt. So haben wir zwei wunderschöne Projekte hier im Landwirtschaftssimulator 22 am Start. Einmal das schöne Big Farm Projekt und das Alpen Projekt. Jo! So. Ja, 23, ja, das sind dann, ja klar, dann werden wir mit diesen drei Bahnen definitiv den Wagen hier voll kriegen. 30. Und dann fahren wir mal direkt hier zum Kuhstall, zu unserer Aufzuchtstation. Okay, und dann werden wir unsere ersten Kühe kaufen. Damit es auf jeden Fall hier mal ein bisschen Action hat. So. Tempomat rein und fahren lassen. Da vorne steigt wieder ein Ballon.
Ja, ich weiß, da stehen jetzt die Gerätschaften rum, da steht was rum. Aber wir wollen ja, wie gesagt, die Sache erstmal ein bisschen antesten und zum Laufen bringen. Und dann werden wir auf jeden Fall hier noch kräftig Material produzieren. So, 70% und so leicht wird es jetzt auch gar nicht sein, mit dem Großen hier zu wenden. Also da kann man nicht direkt von einer Bahn in die nächste, da muss man immer jede zweite Bahn im Prinzip nehmen. So. Ja, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen zurücksetzen, das hilft nichts. Der gute Bergmann Shuttle 490S. So, das Schöne ist ja, wir können dann da vorne gleich links runterfahren und dann eben zum Kuhstall. Sehr gut. So, wie weit sind wir? 95%. Gleich ist er voll. Und ab geht die Post. So, das Feld hier ist ja auch gemacht. Oje, oje. Also da haben wir echt noch ein Stückel was vor uns. Wenn wir ungefähr zwei Bahnen, dann müssen wir hier mit Sicherheit 10 bis 12 Mal fahren. Und das können wir leider hier nicht den Helfer machen lassen. Das ist immer so der Punkt, wo man dann ein bisschen hier auf der PlayStation ja doch die eine oder andere Mod fehlt, die es natürlich auf den PCs gibt oder für den PC gibt oder für den Mac. Und ja, so müssen wir halt ein bisschen mehr von Hand machen. So, hier hätten wir den Schweinestall, aber da habe ich eigentlich jetzt keine Pläne dafür. So, wir fahren jetzt mal hier quer über das Feld. Das war ja auch mal so eine Idee am Anfang, ob wir hier dieses Grundstück hätten kaufen wollen. Und dann hätten wir hier eigentlich den Kuhstall integrieren können. Hier ist er nämlich. So. Und da haben wir einen Fütterungsroboter. Das ist gut. Jetzt bin ich noch mal überlegen, kann man das gleich reinkippen oder müssen wir erst Kühe kaufen? Oder nein, wir könnten es gleich reinkippen. Aber wir kaufen jetzt erstmal die Kühe. Oder die Kälber in dem Fall. So, was nehmen wir? Klassisch die Holsten, oder? Die Holstein nehmen wir. So, 80 passen rein. Ja, geschlechtsreif werden die lange nicht. Da braucht sie einiges. Also dieses Jahr vermutlich oder gerade gegen Ende des Jahres. Also, die kosten aber auch nur 200. Wenn wir gleich 40 Stück nehmen, dann sind wir hier richtig in Action, dann tut sich da auch was. Dann wird das auch gleich verdoppelt, wenn die geschlechtsreif sind. Und dann haben wir auch den Platz dazu. Ja, das wird gekauft. Okay, und jetzt müssten da unsere Kühe herumspringen. Jo, ja, ist ganz schön hoch hier das Gras. Jo, und dann wird es jetzt, die werden jetzt gefüttert. So, dann können wir nämlich Silage und Heu da jetzt abladen. Und der Rest macht ja dann der Fütterungsroboter. Sehr gut. Dann schauen wir noch mal, ob es den Mukus gut geht. Da können wir mal aufmachen. Jo, da sind sie. Ja, sehr schön. Also mit dem Blick auf unsere neuen Tiere, auf unsere Aufzuchtstation, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge. Danke fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Ja, leg dich erstmal hin und ruh dich ein bisschen aus. Ist auch ein bisschen harter Tag gewesen. Und natürlich wäre es auch schön, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ihr weitere Folgen hier auf diesem Kanal sehen möchtet. Landwirtschaftssimulator 22 spielen wir auch. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken und wünsche euch wie immer oder sage euch wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.